Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon in Surgeons Aglock mit Honey. Hallöchen. Heute backtracken wir mal ein bisschen und wir nehmen euch ja damit, was Interessantes passieren und so. Und jo, dann let's go. Ja, wir haben den Typen hier gerade den Honig gebracht, den er haben wollte. Und können jetzt hier dafür das Pokémon fangen? Oh, hör doch auf mit Curse, das ist nicht gut. Achso, okay. Kannst du mir mal nicht auf den Sack gehen? Warte mal, ist Pain Split nicht Geist? Nein, normal. Aber ist ja egal. Also Pain Split ist ja das. Die KP. Ja. Oh, nice. Nice. Das Gewicht tauschen wir gegen. Nummer 5. Shinox! Hallo, weißt du, wer ich bin? Also, ich erzähle dir, wer ich bin. Ich bin der Secret Base Manager. Trainer kommt zu mir und die Secret Base ist okay. Oh, okay, wir sind eine Secret Base. Du kannst dekorieren mit Trophäen und Plüschis und so und ja. Deine Freunde treffen und kannst Fallen auslegen und hey. Du kannst ein Spiel spielen mit Capture the Flag. Okay. Ja, mach 5000, okay. Aber bevor du eintrittst, du hast das Thema der Base, okay. Okay, wir können immer zurückkommen und das Thema ändern, okay. But when you change it, your base gets reset, okay. Immer wird es wieder resettet, okay. Forest Evil Base, Volcano, Frost Castle, Cyan Cavern, Mini Evil, Mossy Ruins, Mini Forest, Mini Volcano, Mini Frost. Hm. Volcano? Wie ne? Ich hätte jetzt Mossy Ruins gemacht. Nee. Evil Base. No. Ja, dann Evil Base, aber nicht Volcano. Sounds fantastic, okay. Oder ein Base auf Evil Pokémon, okay. Center. Customize the base, invest, okay. Tablet. So, what is that? Nee, nicht customize. Ist das hier dann? Friends of the owner, Chucky. Steel type. Would like to try to connect to the internet? Nein. Dann Dings, Encounter? Nee, safe nicht. Okay, aber wird durch das Gras da oben? Mhm. Können wir jetzt hier irgendwas Besonderes? Irgendwas machen hier? Also ich bin zu... Doch. Oh, ja, Encounter hier in unserer Base. Wir fangen jetzt, finde ich, ganz so schlau, gegen das Stahlmon in unserem Fee-Eismon drin zu bleiben. Also der 15er, okay, true, true. Ist halt auch nicht so krass, aber ist vielleicht trotzdem...
gibt es vielleicht bessere Punkte, um drin zu bleiben. Okay, wir haben Bronze. Na, wenn denn... Wenn dann Forest, würde ich sagen. Ja. Also Mini-Forest. Gut, das ist unsere Base jetzt. So, wir haben jetzt mal geguckt und hinter den Bücherregalen. Und dann kommen wir in die Base rein. Ja, und ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier die Base ein bisschen einrichten. So, wir haben jetzt mal hier kurz ein bisschen geguckt und so. Und man kann halt hier mit dem Tablet Items kaufen, also Funktion oder Dekoration. Also jetzt auch hier Dekoration kann man hier kaufen für, ja, Geld, so. Teilweise sehr teuer, teilweise ein bisschen billiger, sag ich jetzt einfach mal. Aber schon krass. Ne, so als Beispiel, ich sage hier, ich kaufe jetzt hier so eine Charizard-Plüschi. Und kann ich hier die placen. Haben wir hier eine Glurak-Statue. So, genauso kann man das auch machen, wenn man, deswegen steht die Typen mit dir vor mir, uns, wie auch immer. Du kannst Funktionsdinger, du kannst einen Marktarbeiter, einen Fossilmaniac, also einen, der Fossilien wiederbelebt, Leveltrainer, dass du einfach leveln kannst, ein EV-Trainer, ist halt auch die Dame, die da links von der grünen Dame steht, also rechts vom PC steht, einen Move-Relearner, der hier sozusagen unter dem weißen Bereich steht, aber der steht auch, zeige ich gleich nochmal, ein Move-Deleter, also ja, EV-Resetter, steht jetzt hier die grüne Dame da, eine EV-Changer, das ist der alte Mann da, eine Fleck-Guy, der halt für Online-Dings ist, eine Nurse, Daycare, also für Zuchtdings und so, Name-Rater und Pika-Taxi, der da links, der Typ, der da steht, was schon cool ist, ne, das ist der Move-Learner für Herzschub und so. Ey, ist schon cool gemacht. Das haben wir ja seine eigene Base sozusagen und die kann man halt neben Punkt und so da halt einfach reingehen. Sehr nice. Ja, ich hab grad ein bisschen verschissen. ich hatte nicht gespeichert und eigentlich war ich ja im Bonze gefangen in der Höhle unten, aber ja. Jetzt ist das eine Pflanzenhöhle, also Pflanzenbase, keine Ahnung. Deswegen gibt es jetzt auch gerade irgendwie nur ein Schneebedeck. Also weil der erst was da kam, dementsprechend. Nehmen wir den und tauschen ihn aus gegen... Die Nummer 8 möchte ich gerne. Hier dazwischen. Ja. Ein Schnäppke! Juhu! Ja, das ist ja irgendwie echt doof, ne? Wir haben halt oft immer wieder die gleichen Pokémon, weil da irgendwie auch mehrere von den gleichen sind, keine Ahnung und so. Wir haben jetzt gesagt, wir haben die einmal kurz ausgesucht, die wir doppelt haben, so die auch schon mal gestorben sind, auch der ist schon mal eins schon mal gestorben, das andere ist jetzt halt hier oder der Smogon ist ja eins gestorben. Und wir haben jetzt gesagt, wir tauschen die wir doppelt haben, aus, damit wir schon Nuzlocke-technisch immer nur ein Pokémon haben, ne? Anders bei Pokémon wie jetzt zum Beispiel Entwicklungen, die sich doppelt machen, so zum Beispiel Frostetie und Phenontor oder Galagladi, Gardevoir. Ja, deswegen tauschen wir die aus und nimm es dafür einfach neu in Kauf und gucken mal, was so rauskommt am Ende. Ja. Und in Box 1 tauschen wir Bijaws gegen? Nummer 11. Ja, wir wollten ja gerade die Pokémon austauschen, das geht nicht. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir holen uns dafür Egg-Token, weil das ja einfach ein toter Encounter ist, den wir nicht nutzen. Dementsprechend haben wir jetzt hier Nebulak und wir tauschen ihn hier gegen wen? Gegen den war das, glaube ich, ne? Honey? Das war die 9, ja. Nee. 9? Die 11. Ja, okay. Ja. Sorry. Blaukaps, ne? Ja. Das Nebulak von Schnäppke tauschen wir gegen. Die Nummer 26. Rechts ein Blusel. Ein Tentacher für das Octillery, also das Nidoran, dann in dem Fall in Box 3 nehmen, kommen wir dann. Ich möchte bitte die Nummer 9 mitnehmen. 1? 9. Ein Maragamba. Für das Hutzos Nidoran. Gehen wir in Box 4 und tauschen das gegen? Nummer 18. Unter Flapdarix. Serapendra.
das Nidoran von Smogmog tauschen wir aus gegen. Dann nehmen wir die Nummer 27. Hallo! Hallo again! Das Nebelock, also für das Tentoxa im Endeffekt, tauschen wir aus gegen. Möchte gerne an der Box 2 aus der dritten Reihe das dritte haben. Hut! Hut! So, in Santa City können wir hier nochmal eine Smackbot tauschen. Also auch einen Encounter. Also das Natu. Das Natu tauschen wir gegen. Ich möchte bitte in der letzten Reihe das erste. Ein Kamau! Oh. Oh, hier ist ein Static Sonken auf Route 4. Nice. Hören wir mal mit, würde ich sagen, ne? Ja. Das Sonnenkern tauschen wir gegen. In der ersten Reihe das dritte. Plusel. Ich muss mal einfach was Cooles sagen. Also erstmal, du kannst so Stärkesteine mit so Attacken wie Icy Wind verschieben, was mega cool ist. Und Steine zerstören mit Kampfattacken, außer, also Schaden machen Kampfattacken. Deswegen konnten wir jetzt auch hier oben hin. Und hier ist eine Höhle. Das sollte die Coral Cave sein. Das heißt, hier gibt es auch einen Encounter. Ein Capo Arrow. Ich habe hier verklickt. Ich hab gar kein Dings mehr. Oh. Was ist? Ich dachte, ich hab noch Fall Swipe. Hast du falsch gedenkt? Wenn der jetzt eine Kampfattacke macht, wäre vielleicht gar nicht so geil für Dings, deswegen. Der hatte Konter. Oh mein Gott. Okay. Oh, hier ist ein. Geht der Meloetta-Puzzle? Oh nein. Ich hasse jetzt schon alles daran. Warum? Was solche Rätsel immer ich mir mega hasse. Tja, wieder Meloetta, hast recht, ja. War doch easy. Ganz. Oh. Ich dachte, ich war fertig. Das ist easy, deswegen bist du schon fertig. Mau. Ja, weil du ja, fast fertig warst. Du musst die jetzt auch schon wieder links die Beine in der Mitte nochmal vertauschen. Um die Beine. Nee. Nee. Was machst du da? Ich kann dir ja auch nicht helfen, weil das bei mir immer wieder leckt und du halt schon
10 Schritte weiter bist, plötzlich. Ich bin, wie soll ich sagen, einfach zu dumm, glaube ich. Du hattest es fast, du hättest nur noch 2 Stück tauschen müssen. Warum verschiebst du das Gesicht jedes Mal? Obwohl das an der richtigen Stelle ist. Zu dumm dafür, what the fuck? Ganz rechts außen die Beine in der Mitte tauschen. Mysterious Sus-Scroll. Okay, let's go. Das gerade gefangene Capoeira tauschen wir gegen. In der vierten Reihe. Das links neben den. Seht ihr manchmal. Gut. Das ist. Kaum Malat. Ich muss mich berichtigen, das ist kein Dings, das ist ein Milzer, ist das? Mit Strong Jaw. Ah, ich hab's predicted. Wegen den ganzen Attacken, die da kamen. Krass. Ja, okay. Hier konnten wir einen Geismon gegen einen Lavesta tauschen. Das heißt, wir tauschen hier einmal unser Nebulok oder ein Nebulok. Und kriegen einen Ignivor. Das Ignivor tauschen wir gegen Box 2. Reihe 2, das letzte. Wadribi! Wir haben halt, weil es wieder ein Wadribi war, noch einen Pokémon gefangen. Und diesmal noch kein Mann. Und den tauschen wir gegen Nummer 17, also dritte Reihe, das vorletzte. Golbit! Cool aus, das sieht richtig, richtig cool aus. Oh. Ja. So, wir kriegen hier einen Delta Lutwurzel. Für Shadarago. Dann Lutwurzel tauschen wir gegen die Nummer 12. Schleimer! Hier können wir noch. Hier haben wir einen Barbouch, also einen Schmerbe für Garados. Eigentlich ein richtig schlechter Tausch, to be honest. Aber es ist ein Encounter und den tauschen wir in Box 2 gegen. Mein Geburtstag. Triftlon. Wir haben einen vor die Fresse gefangen, tauschen uns gegen Nebulak. Das Nebulak tauschen wir gegen vierte Reihe, das vierte. Schamozu! Für das Blanders haben wir einen Hoppras gefangen, weil wir das nicht austauschen können, weil wir ja neue und so. Dann tauschen wir das gegen. Wir nehmen diesmal die 26 zum Mitnehmen, extra scharf. Tarnel! Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Wir sind einmal durch die ganze bis jetzt bekannte Welt gebacktrackt, haben einige neue Pokémon und werden uns dann für nächste Folge ein hoffentlich cooles Team zusammenbilden, um dann weiterzukommen, ne? Ja. Danke fürs Einschalten, mach's gut und tschüdelü! Tschüdelü!